Willkommen bei Mein Pferdehof. Ich werde dich während des Spieles begleiten und dich beim Spieleinstieg unterstützen. Du befindest dich jetzt im Ankleidezimmer. Bevor du dein eigenes Gestüt betreten kannst, musst du dich für ein Outfit und einen Namen entscheiden. Sobald du mit deinem Aussehen zufrieden bist, klickst du auf das Häkchen unten rechts im Menü. Dies ist die Hofansicht. Diese Übersichtskarte gibt dir einen guten Überblick über deinen eigenen Pferdehof. Am oberen Rand des Bildschirms findest du die Informationsleiste. Hier kommst du in das Spielmenü, kannst sehen, wie viele Runden du schon gespielt hast und wie viel Geld dir zur Verfügung steht. Außerdem kommst du über diese Leiste an wichtige Meldungen, die dir zum Beispiel sagen, dass dein Pferd krank ist. In der Mitte des Bildschirms siehst du deinen Hof mit allen Gebäuden und Anbauten. Es gibt 9 unterschiedliche Felder, alle mit eigenen Funktionen. Zu Beginn hast du nur ein kleines Gutshaus und natürlich einen Stall. Während des Spiels kannst du weitere Grundstücke kaufen. Unter anderem eine Zuchtweide für deine eigene Züchtung, ein Gästehaus und deinen eigenen Reitparcours. Am unteren Bildschirmrand siehst du links einen Beschreibungstext. Dieser ändert sich, je nachdem, welches Feld du in der Übersichtskarte angeklickt hast. Rechts unten ist das Befehlsmenü. Hier kannst du durch Anklicken der unterschiedlichen Symbole Aktionen ausführen, Gebäude betreten und deinen Pferdehof weiter ausbauen. Hier findest du auch das Symbol, um in die Stadt zu wechseln und den nächsten Tag zu beginnen. Die meisten Befehle müssen durch einen Klick des Häkchens bestätigt werden. Wichtig ist, dass jedes Feld der Karte eine eigene Funktion hat. Die Funktionen erkennst du an den unterschiedlichen Symbolen am unteren rechten Bildschirmrand. Übrigens ein kleiner Tipp: Wenn du mit der Maus einen Augenblick über einem Symbol wartest, erfolgt eine kurze Erklärung zum Symbol. Als erstes solltest du nach deinem Pferd schauen. Suche dazu auf der Übersichtskarte dein Stallgebäude und klicke das Feld einmal an. Hier sind deine Pferde eingestellt. Die Pflege und Versorgung der Pferde findet ebenfalls hier statt. Du kannst höchstens 5 Pferde besitzen. Allerdings nur, wenn dein Stall maximal ausgebaut ist. Darüber hinaus können auch fremde Pferde eingestellt werden. Dazu muss der Stall aber schon weiter ausgebaut sein. Hier kannst du dein Pferd hegen und pflegen, mit allem Notwendigen versorgen und den Transport des Pferdes veranlassen. Auch deine Reitutensilien sind hier. Pferdebuch. Dies ist der hintere Bereich des Stalls. Hier findest du die Futter- und Sattelkammer. Hier ist auch ein Telefon, mit dem du die Ärztin oder den Schmied anrufen kannst. Wo soll dein Pferd hin? Trainiere mit deinem Pferd, um es auf das Gelände und Turnierreiten vorzubereiten. Das Reiten wird mit der Tastatur gesteuert. Mit der Pfeiltaste rechts beschleunigst du dein Pferd. Die Pfeiltaste links verlangsamt es. Mit der Pfeiltaste nach oben kannst du die Gangart des Pferdes verändern. Vorausgesetzt, es ist schnell genug. Mit der Leertaste kannst du dein Pferd springen lassen.
lernen deine Pferde. Futterkammer. Informiere dich über deine Finanzen und allgemeine Statistiken. Hier verwaltest du das Personal und planst Werbeaktivitäten. Wenn du dich umziehen und deinem Hof einen anderen Namen geben möchtest, bist du hier auch richtig. Finanzen. Hofstatistik. Wen möchtest du einstellen? Werbung. Ankleidezimmer.